Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Rally to Old Farm. Ja, oh, ich hab's jetzt. Er hat's hinbekommen. Ja, Multiplayer-Projekt, unser bestes Multiplayer-Projekt ever. Das Beste, was es momentan auf YouTube gibt. Ich sollte noch den Trecker einschalten. Es geht nicht. Was? Der nimmt nicht an. Jetzt! Was? Nein! Das war nicht gelogen. Das war Ironie, ist da. David, ich komm nicht weg. Irgendwas eher zu gemacht. War Spaß. Ich komm! David, schieb mich an. So, fertig, komm, alles gepresst. Alles gepresst, alles gemäht. Ja, nicht, aber wir haben noch eine Wiese oder zwei. Ja, zwei. Fällt 91 und 92. Ich kann überholen. Ja. Alter, die mähe ich heute nicht mehr. Garantiert nicht. David, ich komm Tatsache nicht hoch. Also mit Mähen sind wir erstmal fertig, mehr müssen wir jetzt erstmal nicht mähen. Nice! Das können die anderen beiden dann machen, die beiden Wiesen. Also, wir haben genügend geleistet. Jetzt schiebt er mich an, 7 km/h, nice! Wir brauchen noch die Abschleppstange, müssen wir noch mit Was reinnehmen. Was denn, wenn die wieder die Zäune dorthin, ja? Die Abschleppstange. Wo kann man die denn hinmachen? Ist heute gleich an der Wand bei der Einfahrt. Okay, merke ich mir vielleicht. Ja, ich habe kurz als Gedächtnis. Weil wir haben Magiekräfte, wir können die Zäune einfach so entfernen. Das war der Ritchie so 5 Minuten, da reißt er einfach alles weg immer. Ja Mann, ich habe so einen Hammer mit so einem Multifunktionsgerät, da hau ich einmal so fast drauf, dann hält so, das ganze Ding ich ab. Ich denke mal, David geht jetzt oder? Nein, ihr kriegt jetzt einen Traktor mit Mähwerk und dann darf einer von euch mähen gehen. Machen wir noch nicht. Doch, wir haben jetzt zwei Wiesen gemäht, jetzt macht ihr zwei. Jetzt diskutier nicht hier. Alter, mega leck. Leck, ja, jetzt so. Ja, hat's bei mir auch kurz gehabt. Na, geht's jetzt. Junge, was macht ihr? Ist die machen grad, nur Müll am Hof. Ist ja gerade so übelst gehongen, Alter. Die sagen jetzt aber gar nichts mehr. Alter, was macht. Ich sag nichts dazu. Ja, ihr geht jetzt eh mal, also von dem her viel Spaß. Was ist mit Zuckerern? Was die für eine Scheiße machen? Z? Fahr zu, Traktor! Was macht... Ist das, David, könntest du beim nächsten Mal nicht der Hänger abhängen? Ach, Kacke! Mein Traktor ist abgehoben! Wo ist der? Ja, guck mal, wo ich bin, Junge! Geht mal in den Traktor rein. Gedüngt? Nee, aber dann geh ich jetzt düngen. Ey, tapp mal den Traktor! Tapp mal den Traktor! Oh, ich hatte. Tapp. So, dann mach ich mich jetzt los und dünge. Ey, Richie, tapp mal in meinen Traktor. Warte. Tapp mir erst schnell die Dünge-Ding. Ja, nee. Ja, oha, Alter. Tapp mal rein, Junge. Warte. Wo ist erstmal, wo die Düngespritze ist? Ach, da steht da. Ist er immer noch. Ja, genau! Alter, oh mein Gott! Jetzt tapp mal rein, Junge. Warte, ich häng an. Kuppel an das Ding. Ja. Jetzt tapp mal in meinen Traktor rein. So, warte, reintappen. Ja. Alter. Junge, was ist denn der Traktor? Wir brauchen die Abschleppstange. Tapp mal in deinen Traktor rein, bitte, kurz, jeder von euch, einmal. Warte, der muss sich rein, warte. Nicht gut. Geh mal kurz raus. Was hast du gemacht, Junge? Ja, jetzt kommst du rein. Lass mich mal rein. David, das ist schrecklich zum Ansehen. Mach mal den David mal ein bisschen Luft. So, dann düngen wir mal das ganze Feld hier. Hat keiner gesehen. Jetzt ist es bitte jetzt einfach zurück, ja. Ja, Och, Junge. Das ist mein Trecker gewesen, Junge. Ich kann dir nicht mal anwählen, den Traktor. Warte, echt jetzt? Ich kann dir nicht anwählen. Du hast es jetzt echt kaputt gemacht, wirklich. Was hast du gemacht, dass der so hoch ist? Ich wusste schon, der Zaun war.
Ich hab mich so bis an die Einfahrt gestellt. Anscheinend war noch der Zaun noch da. Ja, aber Junge, wieso fahren wir denn nicht mit der, mit dem... Hallo! Bist du blind oder einfach nur doof? Junge! Okay, ich und Ostrein gehen mähen. Was? Nein! Ja, ich bin jetzt gerade. Ich bin jetzt am Düngen. Und du nimmst die Ballenmaschine. Ja, ich hab schon die ganze Zeit gemäht. Nimm die Ballen zusammen. Dann passt alles. Was? Nee, ich such die Ballen nicht zusammen. Das ist, nee, ich hab gemäht. nee, nicht du. Ich dünge jetzt. Bin am Düngen. Gut, du kannst die Ballen machen, ich mähe. Düngen. Oh, das hab ich schon die ganze Zeit schon gemacht. Habt ihr den Traktor wieder auf den Boden gekriegt, ja? Ja. Ach Junge. Bitte lass den Traktor auch auf dem Boden, ja. Das kann komm, er hat sich doch auf. Müssen wir denn, man. Ja, Feld 91 und 92. Der Traktor hatte gedacht, ich schieb ab. Ich zählt mich am Boden. Ich heb ab. Ich mach das jetzt auch gerade. Du fährst falsch, aber auch egal. Nee, doch. Okay, ich hab nichts. Nee, Junge. Ich hab doch nichts gesagt. Mann, heute ist wieder Premium. Ja, klar. Ich bin auch dabei, deswegen. Was? Junge. Du bist heute gute Laune habe. Oha, das sieht. Wir haben heute irgendwie alle gute Laune, würde ich mal behaupten. Das sieht doch mal der Richie beim ersten Mal in seinem Leben bei der Arbeit. Was? Ich hab nichts gesagt. Hey, gut, ich fahre jetzt hier rein, ist gut? Ja, mach doch einfach. Anlassen und dann schneiden wir das Gras. Ich sollte doch da die Tür zumachen, weil sonst kommt die Grasspäne rein. Die Grasspäne? Ja. Ah ja, die tun weh, wenn die reinkommen. Die jucken dann. Ja, die jucken. Grasspäne. Das juckt dann so ein bisschen. Da sitzt er dann abends auf der Couch und dann kratzt sich die ganze Zeit. Oder bei Gerstenstroh. Oh mein Gott, das juckt dann übel. Das lenkt. Das soll ja auch lenken, das Lenkrad. Es lenkt nicht, es lenkt. Mann. Digga, wo fährst du denn lang, Alter? Zwischen den Bäumen, hinter den Bäumen, vor den Bäumen. Ey, fahr vernünftig, was machst du? Digga. Die müssen wir echt den Führerschein abnehmen, Alter. Ja, warte, wir nehmen noch Polizeifahrzeug mit rein und dann spiele ich Polizei. Okay. Ja, na klar, der Richie, der muss. Dann halte ich ihn an auf der Straße und dann nehme ich den Führerschein ab, weil er betrunken Traktor gefahren ist. Der ist immer betrunken. Ja, auf, die Leute glauben das sonst noch. Ja, was, das stimmt doch auch. Junge, was denk. Was? Sag doch immer. Ja, und jetzt fährt er noch vor dem Baum, Junge. Ja, der kam mir zwischen. Junge. Jo, also das eine Feld ist fertig gedüngt. Was kann der Schweizer überhaupt? Schreibt mal in die Kommentare. Was kann er denn überhaupt? Ich wette, 90% der Antworten sind nichts. Ja. Wo habt ihr angefangen zu mähen? Also auf der Wiese seid ihr nicht? Auf 92. Achso, dann seid ihr doch auf der Wiese. Ja, er mäht halt hinter der Markierung. Alles klar. Junge, was ist das für ein Intelligenzbestie? Oh, komm, ich geh wieder. Ah. Was macht eigentlich mein Kumpel David? Junge. David. Oh mein Gott, Huhn. Oh Digga, mein Gott. Was macht er? Dann hebt ich er mal. Huhn über den Haufen gefahren. Dann hebt er mal Smerberg an. Jetzt fährt er durch die Hecke. Das ist David. Junge. David. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? David ist weg. Der ist doch. David? Feld 26 ist. Ah, er fiel. Ach stimmt, der ist ja Ballen einsammeln, stimmt, ja. Er hat viel Spaß mit den Ballen. Was machst du, Junge? Da war ja was. Richie, kannst du bitte mähen? Der Schweizer kann es nicht. Nee, ich mähe nicht mehr, danke. Junge. Was? Lass mich mähen. Du kannst es aber nicht. Ohne CP. Gell, okay, lass ihn mähen. Guck, er macht Zickzack, Junge. Wie sollst du das einsammeln? Dann mähst ja. Du und er sammelt ein. Ja! Ich geb meinen Trecker nicht! Na, tausch mal die Traktoren! Nee? Ist mich verarscht, das wird doch vorhin auch schon lang gefahren. Junge, er macht an der gleichen Stelle Zickzack! Was machst du denn hier? Ich kündige meinen Beruf, Alter, Junge. Ich geh schon mal aufs nächste Feld flügen, ja. Ich heile das hier nicht mehr aus. Ja, ich muss das Ding schon anheben, sonst ist es ja.
Also du willst mir jetzt sagen, ich kann nicht mähen. Ja. Richie kann das viel besser. Guck, was machst du denn da? Du hast auch die ganze Zeit Zickzack. Ja, komm, geleckt. Ja, Junge. Ja, du fährst. Ja, aber Jungs, haben wir nicht mal genug Geld für ein anständiges Mähwerk und. Ja. Du hast das ganze Geld ja ausgegeben. Du hast auch das ganze Geld ausgegeben, junge Schweizer. Wir kaufen jetzt erstmal nichts mehr, das reicht erstmal. Guck doch mal auf unser Kontostand, was willst du kaufen? David, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt neben dir auf das Feld und flüge es. Oh Mann, Junge, das. Ja. Hab ich. Ist mir beim Mähen auch schon aufgefallen, dass man Nähe sucht, Alter. Was? Nix, nix. Was? Hä? Nix, nix. Doch, komm, los. Nein. Nein. Doch. Nein. Du alles. Ich kann das sehr, sehr gut. Jo, genau. Ja, so vor allen Dingen. So wie mit deinem Hallo schreiben, gell? Lass ja, schreib sechsmal Hallo, einmal richtig. Sehr schön, wenn jetzt jemand Produktives außer der Gier. Sehr schön, aber was? Ey! Sehr schön, wenigstens jeder Produkt. Ja, ich hab's wohl verstanden. Warte, wir müssen doch steuer stehen bleiben. Ihr wisst, dass er gerade. Warte. Produktives aus. Außer JG macht. Hier. Siehst du? Ja, genau. JG macht nichts. Was? Genau. Wir machen was und er nicht. Das stimmt. Hallo? Hallo? Das ich stimmt. Ja! Hallo, Zickzack! Hallo. Du mähst Zickzack, Junge. Du mähst durch die Hecke, du bist. Fahr uns die Hecken nicht um hier. Das macht er schon. Das ist die Hecke vom Werner. Da stehen. Die will er morgen noch schneiden. Nee, das ist die vom Günni. Günni-Kologe. Du hast keine Ahnung, wie unsere Nachbarn heißen, Mann. Ja, Junge, du hast auch gemeint, der 13-Jährige, sein Sohn, ist der Landhandel. Also, der hat mich. Als ich dort war, hat er gesagt, ja, der Flug steht bereit, den können Sie einfach so mitnehmen. Da habe ich den mitgenommen. Ja, ein 13-Jähriger. Ja. Da, ja, hast bei Polen mitgenommen, gell? Ja, in Polen ist das so, da verkaufen die 13-Jährigen die Flüge. Die haben's dann geklaut. Jetzt lässt er noch die Hälfte da stehen. Junge, das ist der Schweizer gar nichts. Oh mein Gott, mein Traktor ist abgehoben, heilige Scheiße. Ach, so wie mein Traktor, ich heb ab. Nein. Ach, Manu. Ich bin gerade nur auf einem Reifen gefahren. Boah, ist ja gar nichts. Kurzzeitig. Oh nee, ich bin am Mähen. Die ganze Zeit. Was will Bitte mal vernünftig, tu mir den Gefallen. Macht er nicht. Oh, jetzt hat er mal das erste Mal in seinem Leben eine gerade Linie gezogen. Die ganze Zeit, Junge. Ja. Ich kann applaudieren, aber. Warte. Na, es reicht. Nicht so viel. So viel hat er nicht verdient. Ja. Viel, das motiviert ihn und dann macht er wieder Schicht. Boah, jetzt ist. Ein Ball liegt fast auf der Straße. Achtung, Gegenverkehr, Achtung, mein Flug. Aua. Ja? Oh mein Gott. Du machst immer gerade. Ist ja nichts mehr, Alter. Oh Mann, diese Ballen. Ja, die Ballen kannst du dann verkaufen. Gleich. Nee, die brauchen wir doch. Wir gehen in die Tiere. Wir haben nicht mal Geld. Wir müssen erstmal Geld reinkommen lassen. Also Ballen verkaufen. Australien, der Richie mag dich sehr. Die ist sehr. Damals sind die Ballen gemeint. Ja, Ballen sind cool. Ja. Mann, ihr vor mir, macht euch vom Acker her. Denkst du auch mal, wenn vor mir der Schweizer steht? Gummi, Mann. Oh, verhindert. Junge, ich bin schneller als du. Der Opi vor mir mit seinem Volvo. Jetzt ist wieder gut. Schweizer, kannst du mir mal einen Gefallen machen? Ja. Mach mal, mehr mal vernünftig, ja? Mal gerade Bahn. Man kann jetzt Zickzack bauen. Ich mähe das nächste Mal nicht. Der ist falsch um den Flug. Ist das klar? Digga, bei jeder. Ist ja nichts mehr, Alter. Entweder jemand anderes mäht oder ich kündige. Dann mäh du. Okay. Raus aus dem Trecker, du kannst nicht mähen. Wie jetzt eiskalt sagt, raus aus dem Trecker, du kannst nicht mähen, Mann. Junge, ich zieh gerade Bahnen. Das ist so gerade? Das ist gerade. Bei jeder Kurve zickzack. Ich sehe eine schiefe Bahn. Da gnade dir Gott. Junge,
es leckt noch über draus. Und ja, deswegen leckt es auch bei mir und bei Richie gar nicht, gell? Ja. Also ab und zu sind schon Lecks da, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist normal, das ist Multiplayer. Ja, das ist aber das typische Multiplayer, also. Bei mir leckt gar nichts. Ist ja auch ein Assi. Ja, stopp! Ihr habt halt scheiß Internet. Genau. Ach, das war. Aber dann soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Ich raste aus! Alter, was machst du mit meinen Ballen? Die drei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bei den dreien einen Kommentar und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich muss erst mal gucken, wie es meinen Ballen geht. Oh mein Gott.